Jo, und damit hallo und herzlich willkommen, Leute, zurück mal wieder bei Let's Play Hardcore-Modus Minecraft. Ja, wie schaut's aus? Hier haben wir uns so ein kleines Fältchen angelegt, das noch nicht so wirklich grünt und blüht. Und hier haben wir uns irgendwie Melonen, glaube ich, angebaut. Irgendwie sowas halt. Ja. Und hier scheinen wir uns so ein kleines Häuschen gebaut zu haben. Schaue ich mir jetzt mal ein bisschen an hier. Ja, ist noch nicht allzu viel drin, scheint mir. Aber sieht schon mal ganz nett aus, meiner Meinung nach. Okay, dann würde ich sagen, vorschlagen. Wir packen jetzt einfach mal hier unsere ganzen Hauptfähigkeiten rein und eventuell stocken wir das Häuschen dann noch ein bisschen nach oben auf. Soweit der Plan für heute. Okay, dann verfrachten wir mal. Was haben wir denn hier alles drin? Ah, okay. Die Truhen nehmen wir mal mit. Ansonsten auch alles, was geht, würde ich vorschlagen. So. So, mehr geht nicht, scheint mir. Okay, so. Packe ich. Ach komm. Ich glaube, da mache ich so. Ich stocke jetzt erstmal nach oben auf und dann mache ich hier mehr, noch mehr. Gut, dann würde ich sagen, packe ich die Leiter einfach direkt hier hin. Hier ist der, genau, hier ist mein Ding hier. Mein Erde. Ja, wie schaut's aus? Einfach nach oben, oder? Ich denke mal, das schaut am besten aus. So, Stein brauche ich und Holz. So, jetzt erstmal Steinchen. Warte mal, habe ich das eigentlich komplett hier aus dem Stein gebaut? Ne, nur die Abrundung, okay. Scheiße. Ach, ich darf ja jetzt hier noch mal runterspielen, ist doch scheiße. Ich glaube, da krepiere ich, wenn ich da runterhüpfe. Muss ich mal mich runterbuddeln? Mensch, Sven. So, wie habe ich das hier gemacht? Die oberen zwei Sachen, ah, okay. Okay, dann weiß ich auch schon, wie ich das machen werde. 1, 2, 3, so. Dann packe ich mir hier jetzt nämlich die unteren zwei, die unteren zwei Blöcke mache ich aus Stein. Und dann, so. Jetzt schaut das nämlich hoffentlich auch recht annehmbar aus. Hoffe ich einfach mal. So, ach, ich glaube, ich denke mal, ich mache mir dann hier mal einfach so ein bisschen nach draußen. Einfach, weil es erstens besser aussieht und zweitens, weil ich dann mehr Platz habe hier. Ich denke mal, es schaut besser aus. Und ist auch komfortabler für uns. Ah Gott, das führt jetzt scheiße. ja, die typische Steinumrandung darf natürlich nicht fehlen. Ich mache mir jetzt hier einfach mal so eine kleine Erdbrücke hin. So, wie weit gehen wir nach außen? Ungefähr doppelt so viel wie das hier. Also, ja, so nochmal 1, 2, 3, 4, also 5 insgesamt. So, also das ist dann jetzt 2, 3, 4, 5. So, damit sollte dann die. So, das ist jetzt, würde ich mal sagen, die Umrisse der Außen. Also der Veranda jetzt hier, oder wie das ist. Oder des Dachgartens, wie man es auch immer nennen möchte. Ja. Schaut ja nicht ganz so schlecht aus, finde ich. Ist recht annehmbar. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Holz. So. Und dann mache ich hier auch schon mal das Zeug hier weg. Na, ja. Da. Und die Minecraft-Legs, die obligatorischen, kotzen mich so ein kleines bisschen an. Muss ich sagen. So. Ja, ich traue mich da jetzt nicht so ganz rüber gehen. Da mache ich es mir jetzt lieber mal ein bisschen einfacher. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier einfach nochmal rüber bauen. Ja, buddeln ist jetzt in dem Fall schlecht. Da kriege ich nämlich in dem Fall selbst eine Ruhe, fürchte ich. Scheiße. Genau, so.
War ich irgendwo leid? Und nein, natürlich nicht. Okay, dann setze ich hier mal hin. Das erste bisschen an Luft durch hier die Eichenholz. Wow. Dann setze ich hier einfach mal die Luft durch Holz. Und dann werden wir schon sehen, was da draus wird. Ich muss dann hier auch demnächst mal wieder Ding farmen gehen. Also keine Sorge, wir gehen nicht meinen. Ja, das war jetzt auch sehr klug. Nein, hier da hinten Holzfarm gehen. Das müssen wir mal wieder machen. Oh, und da hinten ist eine Kuh. So, und ich denke mal, wenn wir das hier abgeschlossen haben, dann ja, haben wir schon mal einen Großteil der Arbeit geschafft. Ich würde dann sagen, dann nehme ich das hier oben als also Arbeits ist mal Quatsch, als Wohnbereich, und das da unten, da packe ich dann einfach das hin, was ich halt relativ häufig brauche. Ich denke mal, das ist am sinnvollsten. Hole ich mich da jetzt schnell runter. Mach hier zu. Und dann packe ich hier mal meine ganzen Habseligkeiten rein. So, so. Ja. Gehe ich jetzt mal kurz runter. Farme mir ein paar hier Dingselchen. So Steine hier. Ach genau, hier. Da muss ich ja noch ein bisschen was mitnehmen. Schade, habe ich gar nicht mehr. Ich denke mal, die Sachen, die kann ich da lassen. Dann hole ich mir hier mal ein paar Steinchen. Ich sollte eventuell auch mal über die Anschaffung einer Eisenrüstung nachdenken. Wäre eventuell nicht das Schlechteste. So, was habe ich denn hier? Genau, ich glaube, das hier war diese. Oh. Geil. Jetzt weiß ich, warum ich hier unten nicht allzu oft bin. Da muss ich mich merken, da komme ich her. Dann hole ich mir hier mal ein paar Steinchen. Oh, scheiße. Direkt die nächste Höhle gefunden. Okay, dann erkunden wir die jetzt auch mal ein bisschen. Ich hoffe, da springt uns kein allzu großes Grauen entgegen. Nein, es springt uns gar kein Grauen entgegen. Was ziemlich erfreulich ist. Okay, dann buddeln wir hier jetzt mal ein bisschen Steinchen ab. Einfach so ein bisschen meinen. Damit wir oben da weiterbauen können. Das wäre himmlisch. Ich weiß gar nicht, wie viel ich mitnehmen sollte. 18, 19 habe ich jetzt schon. Ja, komm, machen wir den Stack voll. 1 bis 2 Stacks, das sollte reichen. Vielleicht finde ich auch noch ein bisschen Kohle hier. Oder Lags. Oder sonst was Schönes. Vielleicht auch ein bisschen Gold. Eventuell sogar Diamanten. Die ich bis jetzt hier noch nie gefunden habe. Aber, also allgemein in Minecraft schon. Aber ich habe sie so noch nie gefunden. Also im Let's Play. Noch nie. Glaube ich zumindest. Naja, wurscht. Und jetzt läuft es hier gerade so richtig schön flüssig. Anscheinend hat sich mein Computer an die Aufnahme gewöhnt. Endlich mal. Ach, fantastisch. Ja. Ach, übrigens, so ganz nebenbei. Ich schaue momentan, falls irgendeiner von euch Stalker sein sollte oder Fanboy und meinen Feed stalken sollte, hat er es eventuell mitgekriegt, dass ich in letzter Zeit ziemlich viel PewDiePie schaue. Was war das denn jetzt bitte? Ja, ich schaue in letzter Zeit ziemlich viel PewDiePie. Und ich kann euch den wirklich, ich kann PewDiePie wirklich allen ans Herz legen, die leicht, wie soll ich sagen, ich sage jetzt einfach mal sadistisch, weil mir das andere Wort nicht einfällt. Ja genau, die leicht schadenfreudig sind. Denn teilweise ist es einfach zu genial, was PewDiePie da abliefert. Ich habe mir. Ihr müsst euch einfach mal teilweise die Kommentare durchlesen. Gibt's ja eigentlich unter jedem etwas größeren Let's Player. Der Kerl hat übrigens an die 2 Millionen Abonnenten, also der hat's drauf, würde ich mal behaupten. Wagen zu behaupten. Und